Liebe Community, ich darf euch ganz herzlich willkommen heißen zum 63. Part meines Fußballmanager 13 Let's Play mit dem HSV 2.0 in der Saison 2016-2017. Wir stehen hier vor dem Champions League für die finale Rückspiel gegen den FC Barcelona und ich habe mich für das Sex-Modus-Spiel entschieden, da wir schon das Hinspiel im 3D gesehen haben. Und deswegen gehen wir rein und sagen unserer Mannschaft... Wir sagen ihnen, wir werden ihnen das Leben schwer machen. Auf geht's, Hamburg! Und damit moin moin und herzlich willkommen zum Champions League für die finale Rückspiel hier in Barcelona. Wo Martin Hinteregger wegen Meckert schon früh die gelbe Karte zieht nach einer gespielten Minute. Da muss ich ganz kurz hier in die Taktik rein. Und bei ihm die Tacklings rausnehmen. Chance für uns. Hinteregger schaltet sich da entschlossen in die Angriffsbemühungen ins HSV ein. Sein Pass landet bei Hakan Çalhanoğlu, der zunächst Pique naht und dann Serge Gnabry steil schickt. Dieser schaltet jedoch mit einem ziemlich bescheidenen Schüsschen an Pepe Reina. Der Ball war aber auch nicht einfach zu nehmen. Nächste Chance, die kommt gut. Und 1:0 Führung beim FC Barcelona. Torschütze Nikita Jelavic. Da liegt der Ball zum ersten Mal im Netz. Hakan Çalhanoğlu geht auf der linken Seite auf und davon und flankt relativ flach in die Mitte. Dort ist Nikita Jelavic vor Alexandre Song am Ball und köpft den leicht springenden Ball gegen die Laufrichtung von Pepe Reina aus 6 Metern recht ins Eck. Und wir hören hier, you will never walk alone in Barcelona. Wunderschön. Chance für uns nochmal. Eine gute Kontermöglichkeit für den HSV wird durch ein schlechtes Abspiel von Miralem Pjanic schon im Ansatz zunichte gemacht. Chance für den FC Barcelona. Durch Ecke von Cesc Fabregas, schwieriger Kopfball von Sergio Busquets, Zentimeter am rechten Pfosten vorbei. Nächste Chance für Barca. Hinteregger verursacht unbedrängt einen Eckstoß gegen seine Mannschaft. Der wurde ausgeführt und der Schuss von Jorginho Wijnaldum, unserem ehemaligen Spieler, geht aber rechts am Tor vorbei. Die Spieler haben wir hier zur Konzentration schon gesagt. Chance für uns. Pjanic schießt Song an und holt einen Eckball heraus. Ecke für uns. Die wird ausgeführt. Die kommt gut, aber nicht so gut. Ecke von Aouro, Luftduell zwischen Pjanic und Song. Nach einer Ecke von Aouro. Am Ende kann sich Alexandre Song durchsetzen und die Gefahr bereinigen. Nächste Chance für uns. Beim Konter über Emre Can gelangt es jeder zu Dennis Aouro, der nach hinten flankt. Alexandre Song rettet vor Serge Gnabry zur Ecke. Diese wird auch ausgeführt von Dennis Aouro. Schwer zu nehmen der Ball für Pjanic. Auf Umwegen kommt die Ecke schließlich zu ihm, aber es ist zu überraschen und kann seinen Schuss nicht richtig platzieren. Aber es ist gut für uns, wir führen hier jetzt schon 5:2. Barcelona müsste hier schon mal 3 Tore jetzt machen. Riesenchance in Barcelona. Jetzt muss es schnell gehen. Überzeitsituation für den HSV. Çalhanoğlu ist durch und hat Pepe vor sich. Zieht ab. Knapp vorbei. Schade. Sag mal aber mal weiter so. Nächste Chance für uns. Schöner Steilpass auf Çalhanoğlu. Aber der schießt viel zu früh und trifft den Ball nicht richtig weit vorbei und vollkommen harmlos. Bei Nikita Jelavic steht ein Schuhwechsel an, anscheinend ist er etwas kaputt gegangen. Okay, Wechsel ausgeführt. Chance für Barcelona durch einen Freistoß von Lionel Messi. Er versucht es trotz der großen Distanz einfach mal mit Gewalt, aber Rene Adler kann sich auf den Schuss lange genug einstellen und kann parieren. Nicht ganz sicher, aber letztendlich doch problemlos. Chance für Barcelona. Eine weitgezogene Thiago-Flanke lenkt Munier ein gefühlvoll ab auf Dani Alves, der den Ball mit vollem Risiko nimmt. Der Volley. Schuss aus 19 Meter fliegt aber über das Gehäuse von Arena Adler. Nächste Chance für uns. Çalhanoğlu flankt schon an links. In der Mitte hat Song zunächst Probleme damit zu klären, bereinigt die Situation aber, ehe Jelavic eingreifen kann. Wetterwechsel, jetzt regnet es hier. Chance für Barcelona. Wijnaldum läuft sich auf rechts frei,
flankt dann zu Messi, doch Rene Adler kommt aus dem Tor und pflückt den hohen Ball sich herunter. Wir neigen uns hier zur Pause, nächste Chance für uns, die scheint gut zu kommen. Und endet letztendlich am Pfosten durch Hakan Çalhanoğlu. Pjanic steckt für Çalhanoğlu auf und der dynamische Türke hämmert die Kugel an den Innenpfosten. Wir kommen hier zur Pause. So langsam, 2 Minuten noch Chance für uns. Gutes Passspiel des HSV. Über 4 Stationen läuft die Kugel direkt gespielt durchs Mittelfeld. Emre Can wird dann letztlich von Thiago der abgedrängt, dass er den Ball verliert. Das Spiel ist hier pünktlich zu Ende. Genau so sieht's aus. Der HSV ist in der ersten Halbzeit der Favoritenrolle abzurecht geworden. Über weite Strecken konnte man beim FC Barcelona nicht sehen und wir führen hier 1:0 im Estadio Nou Camp. Bester Spieler hier trotz der gelben Karte Martin Hinteregger, gefolgt von Miralem Pjanic, gefolgt von Çalhanoğlu, gefolgt von Beister und schlussendlich von Jelavic. Auch hier passen wir die Sachen hier mal ganz kurz an. Haben wir gemacht. Halbzeitansprache, alles läuft nach Plan. So sieht's auch aus. Und Kouyaté kommt jetzt in die Partie für Hinteregger. Weil es mir jetzt eine zu große Gefahr hier. Und Kouyaté kümmert sich hier um Messi. So, auch das haben wir hier angepasst und... Sonst wechseln wir jetzt hier mal nicht, gehen in die zweite Halbzeit. Lassen alle Spieler aufwärmen, mahnen nochmal zur Konzentration und Kouyaté jetzt in der Partie für Hinteregger. Anpfiff zur zweiten Hälfte hier erfolgt. Chance für uns. Die kommt gut. Sehr gut. Endet mit dem 2:0 für den HSV. Torschütze Çalhanoğlu. Ein wunderbarer Konter des HSV, beißt der Steuer allein auf Pepe Reina zu und legt vor dem Keeper auf Çalhanoğlu, der behält die Nerven, tanzt den Torhüter aus und schiebt den Ball schließlich ins leere Tor. Wunderbar hier, kurz nach der Pause die 2:0 Führung. Damit können wir sehr beruhigt hier auftreten. Eine Barcelona bräuchte hier 4 Tore für eine Verlängerung. Jetzt kommt Iniesta ins Spiel für Thiago. Und bei uns kommt ins Spiel Edison Cavani für Jelavic und auf der Seite von Barcelona kommt jetzt Alexis Sanchez für Lionel Messi. Das heißt dann für uns nochmal in die Taktikanweisungen, in den direkten Vergleich sehen wir Sanchez hier im Sturm. Das heißt dann natürlich bei uns Sonderbewachung auf Vinaldo. Soderle, das wird dann soweit passen hier. Und der Wechsel hier, Riesenchance in Barcelona. Jetzt muss es schnell gehen, Überzahlsituation für uns. Çalhanoğlu hat nur noch Pepe vor sich. Zieht ab. Ne, Querpass auf Cavani, der nur noch einschieben muss. Genau in die Tormitte. Optimale Einwechslung hier. 3:0, Torschütze Edinson Cavani. Und dieser war gerade mal... 1 Minute auf dem Platz, wunderbar. Sagen wir doch mal weiter so. Chance für den FC Barcelona. Jorginho Wijnaldum lässt sich im gegnerischen Strafraum zunächst nicht vor Simon Kjær vom Ball trennen und holt danach gegen Sheko Kouyaté immerhin einen Eckball heraus. Dieser wird ausgeführt. Kurze Variante von Cesc Fabregas, der den Ball auf Jorginho Wijnaldum ablegt. Der zieht ihn halb links, aber über das Tor. Joaquin Gomez Medina muss weiter auf den ersten Treffer seiner Mannschaft warten. Chance für uns. Emre Can zieht im Strafraum aus halblinker Position ab, doch Pepe Reina kann den Flachschuss zum Eckball ablenken. Der kommt Ecke von rechts durch Aogo. Ein schwer zu nehmender Ball für Cavani. Auf Umwegen kommt die Ecke zu ihm, aber er ist zu überrascht und kann den Schuss nicht richtig platzieren. Das hatten wir schon mal gelesen. Und jetzt kommt mal... Als letzter Wechsel, ein psychologischer Wechsel, und zwar Rene Adler auf dem Platz verlassen. Und Kevin Trapp kommt noch für die letzte Viertelstunde. Damit nächster Champions League Einsatz hier für Kevin Trapp. Dani Alves jetzt nach einem taktischen Foul mit einer gelben Karte.
Ein Witz, Emre Can hebt deutlich vor dem Zweikampf mit Alves ab und wurde überhaupt nicht berührt. Schwalbe. Chance für uns, Freistoß von Pjanic. Freistoß von der rechten Seite, er verzieht aber völlig und es gibt Abstoß, er bleibt hier beim 0:3. Jetzt noch 10 Minuten hier. Es scheint hier was passiert zu sein. Glanzparade von Kevin Trapp. Sehen wir, was passiert ist. Kontersorge für den FC Barcelona. Alexis Sanchez läuft jetzt ganz alleine auf Trapp zu, schießt. Aber Trapp erreicht den Ball mit den Fingerspitzen und hat ihn dann sicher. Einen hohen Sieg für den FC Barcelona wird es hier sicher nicht mehr geben. Chance für uns, die mit einer Glanzparade endet, die Pepe Reina pariert hat. Schöner Steilpass von Emre Can. Auf den genau im richtigen Moment gestarteten Edinson Cavani. Für einen Moment sieht es so aus, als hätte Torhüter Pepe Reina keine Chance mehr, da rechtzeitig an den Ball zu kommen, aber irgendwie schafft er es mit der Fußballspitze doch noch. Das war knapp. Weiter Ball von Emre Can. Torhüter Pepe Reina spielt er gut mit und kommt rechtzeitig heraus und fängt das Leder von Beißler ab. Dabei muss er Kopf und Kragen riskieren und sich am Ende mit einem Kopfball behelfen. Der FC Barcelona hat alle Möglichkeiten durchgeführt, aber der HSV macht weiter Druck. Pjanic schaufelt einen ruhenden Ball in den 5-Meter-Raum. Edinson Cavani setzt seinen Körper ein, kann aber den Ball nicht richtig treffen und verfehlt das Gehäuse knapp. Noch 3 Minuten hier zu gehen. Noch eine Minute Nachspielzeit noch zusätzlich. Und der HSV steht mit einem 7:2 nach Hin- und Rückspiel im Halbfinale der Champions League. Trainer Joaquin Gomez Medina muss sich ins Stammbuch schreiben lassen, dass er und sein Team diesen Gegner offensichtlich unterschätzt haben. Es ist dann während des Spiels immer schwierig, plötzlich umzuschalten und noch eine Wende zu erzwingen. Gutes Endstatement hier. In den Statistiken sehen wir 20 Chancen für uns zu 9 für Barcelona. 62% Ballbesitz, eigentlich sollte das in der Realität andersrum sein. Und alles weitere sehen wir dann gleich im Nachbericht. Hier noch eine Geldstrafe wegen Meckerns ist angemessen, geben wir ihm. Und wir können sagen, es war ein wirklich gutes Spiel von uns. 3:0 hier auswärts im Estadio Nou Camp zu Barcelona gewonnen. Wir gewinnen der Addition 7:2 nach Hin- und Rückspiel und stehen damit im Halbfinale der UEFA Champions League. Unsere beiden Ansprachen haben funktioniert. Beste Spiel auf Seiten von FC Barcelona war Piqué, der ja mit Shakira verheiratet ist, aber aktuell gibt es ja gerade so Trennungsgerüchte. Bei uns war bester Spieler Hakan Çalhanoğlu mit der 1, Martin Hinteregger mit der 1, Pjanic mit der 1,5, Nikita Jovic mit seinem Tor in der 2, wirklich gute Leistung von ihm, Edinson Cavani mit der Einwechslung und einer Minute später das Tor, konnte hier noch eine 3,0 herausbringen. Bester Spieler des Spiels wurde dann Hakan Çalhanoğlu. Wirklich eine gute Leistung von uns. Wir gaben 11:5 Schüsse ab, 13:6 Chancen. Wir hatten weniger erfolgreiche Pässe, die hatte Barcelona. Die hatten aber letztendlich dann 38% Ballbesitz, wir 62. Und von uns, vom HSV, von Hamburg, kamen 2250 Zuschauer mit. Wunderbar. Sind die schöne Strecke vom Hamburger Flughafen Vilsbüttel nach Barcelona geflogen, um unsere Mannschaft hier zu feiern. Zu den Ergebnissen der anderen Begegnungen. Im Rückspiel hat Real Madrid relativ knapp gemacht, aber letztendlich hat Manchester United hier mit 5:4 die Sache für sich entschlossen. Bis zur 73. Minute Ronaldo kam dann auf 4:1 ran, aber die hätten noch ein weiteres Tor gebraucht hier. Somit hat es leider nicht gereicht. Und das Rückspiel konnte Manchester City tatsächlich noch für sich entscheiden nach einem 4:2. Die haben es besser gemacht als der FC Barcelona. Sie gewannen 3:0 durch die Tore von Edin Dzeko mit einem Doppelpack und Micah Richard. Edin Dzeko wird eine mögliche, also auf jeden Fall eine Möglichkeit dann sein für das neue Wolfsburg Let's Play, was vielleicht ansteht. Es sieht so gut aus, so gut wie aus, dass es klappt. Und unser Spiel, wie gesehen, 7:2. Bayern München hat auch das Rückspiel 1:0 gewonnen und steht damit im Halbfinale. Also das heißt hiermit dann 2 englische und 2 deutsche Vertreter. Und es dürfte interessant zu sehen sein, ob es 2 englische Duelle und 2 deutsche Duelle gibt oder ein englisches, deutsches
Wir dürfen's sehen gleich. Zu den Stimmen. Da sagte der Trainer vom FC Barcelona, Joaquín Gómez Medina, ich verstehe die Enttäuschung der Fans, aber es fehlte dieses Quäntchen Glück und das nötige Selbstvertrauen vor dem Tor. Wenn wir uns keine Chancen erarbeiten würden, würde ich mir Sorgen machen. Und Thomas Tjopp, ein Fan vom HSV, sagte, vom Verlauf her ist das Spiel heute fast ideal für uns gelaufen, so kann man es ausdrücken. Und gehen wir dann mal weiter in die Auslosung des Halbfinales. Zur Auswahl stehen ja, wie gesagt, Bayern München, der HSV, Manchester City und Manchester United. Gucken wir doch mal. Zuerst Manchester United spielt im Old Trafford gegen uns. Okay, den Gegner kennen wir schon aus der Gruppenphase. Und Manchester City zu Hause im Etihad Stadium gegen Bayern München. Okay, damit könnte es dann im Finale entweder zur Begegnung Manchester United gegen Manchester City kommen, Manchester United gegen Bayern München oder unsere Möglichkeiten mit dem HSV gegen Man City oder HSV gegen Bayern. Es wird interessant sein. Die Spiele finden am 26.04. und 3.05.2017 statt. Okay, gehen wir noch die zwei Tage hier vor zum Spiel gegen den FC Augsburg und sehen hier die Viertelfinalbegegnungen der Europa League. Dort ist Genua eingezogen mit 4:1. Aston Villa klar weiter hier gegen den FC Basel. Borussia Mönchengladbach mit einem 5:1 hier im Halbfinale. Und AC Mailand hier mit einem 4:0 kompletten Sieg gegen Atletico Madrid. Getroffen haben Ricardo Rodriguez, den wir ja vom VfL Wolfsburg kennen, Stefano El Shaarawy, der Italiener mit ägyptischen Wurzeln, ein wirklich gutes Talent, hätte die ägyptische Nationalmannschaft auch gerne haben wollen, spielt aber für Italien. Deswegen gehen wir noch die zwei Tage hier vor. Ist ja auch eine wirklich schöne Hymne hier. Und das ist der 29. Spieltag. Wir sind das 5. Topspiel hier. Aber das erste Topspiel ist hier Borussia Dortmund gegen der VfB Stuttgart, 6. gegen 4. Und Jose Altidore traf im Heimspiel 2:1 in der Mercedes-Benz Arena, jetzt im Signal Iduna Park. Der SC Freiburg und der FC Bayern München sind hier das Topspiel in der Realitäten der Saison 2013-14. Hatte SC Freiburg einen Achtungserfolg geschafft gegen den FC Bayern mit 1:1. Das war aber allerdings kurz vor dem UEFA Supercup, wo Bayern die Gedanken schon bei Chelsea hatte. Und das andere Spiel Leverkusen gegen Wolfsburg. Dann gehen wir noch kurz in die News, sind noch 4 Nachrichten. Pokalprämie haben wir nochmal 4 Millionen eingenommen. Diese beinhalten Fernsehgelder und Sponsorenzahlungen. Pokalauslosung, wie gesehen, gegen Manchester United, damit wieder ein Wiedersehen im Old Trafford und bei uns in der Imtech Arena. A-Junioren stehen vor dem Topspiel gegen den VfB Stuttgart, Datenbank aktualisiert. Okay, gucken wir doch mal, hier hat ein Scout derzeit nichts zu tun. Den gucken wir mal. Der darf dann nach England. In die Barclays Premier League. Da stehen in der nächsten Zeit leider keine Spiele an. Okay, dann darf er sich aber trotzdem schon mal Manchester United nochmal angucken. Hier, Barclays Premier League. Wie der Bergi zu sagen pflegen würde. Alle. Okay, und das machen wir mal. Auch wenn wir die Mannschaft hier schon ein bisschen kennen, aber trotzdem. Hier ist ein interessanter Mann bei uns im Radar, Haris Seferovic. Ein wirklich guter Mann, 19 Spiele, 5 Tore. Ein wirklich guter Schweizer Mann hier. Aber das sollte uns weiter nicht interessieren. Unser Vertrag läuft am Saisonende aus. Da gucken wir dann, wenn die Saison vorüber ist, wer letztendlich Interesse an dem Spielstand hat, möge es in die Kommentare bitte runter reinschreiben. Dann haue ich das im letzten Part noch in die Videobeschreibung. Und ansonsten, Lakina Traoré kann wieder mitkommen. Jelavic hat wirklich ein gutes Spiel gezeigt. Bleibt dafür in der Mannschaft.
Und sonst per Mertesacker rückt hier wieder mit, obwohl hier Kouyaté mit einer 15er Form wieder zurückkommt. Und sonst ist unsere Mannschaft hier wirklich von der Moral und von der Form her einfach nur Sahneklasse. Es macht einfach nur Freude, hier mit den Jungs das zu machen. Siegprämie 10.000 Euro. Die Meisterschaft soll jetzt möglichst demnächst eingetütet werden. Sehen Sie, Mike Hanke spielt hier, Jan Mora weg. Spieler, die auch jetzt in der Realität für Augsburg auflaufen, Yesung Pake zum Beispiel nicht, oder Sare, oder Lenz, oder Saba. Das sind jetzt teilweise andere Spieler, aber die KI hat hier wirklich gut eingekauft. Und ich würde sagen, wir haben in der Folge hier wirklich einiges geschafft und erreicht. Sind ins Halbfinale der UEFA Champions.